Das Jetzt. Was hat es damit auf sich und wie kommen wir da bloß hinein? Darum geht es in diesem Video. Es geht um diesen einen Moment. Eckhart Tolle hat mal ein Buch geschrieben, es nennt sich Das Jetzt. Und die Essenz, die er beschreibt in diesem Buch oder in diesem Zustand, ist, dass es darum geht, in diesen Moment hineinzukommen. Doch wie kommen wir da hinein? Es ist so, stell dir vor, du fährst dein Leben lang mit deinem Auto. Die meisten Menschen fahren mit diesem Auto und blicken dabei die ganze Zeit in den Rückspiegel. Und zwar auf das, was war, und projizieren damit Dinge, die in der Zukunft sind, die noch gar nicht geschehen sind, und erschaffen sie damit. Wenn du das letzte Video gesehen hast, habe ich dir erzählt, wie wir uns so in einen Bad Trip reiten können, weil wir unsere Gedanken erzeugen, und die Gedanken erzeugen die Emotionen, und die Emotionen erzeugen unseren Zustand. Und die Gedanken sind beim Fahren sozusagen das Radio, was die ganze Zeit plappert. Auf Basis von dem, was war und was sein könnte. Somit können wir sagen, dass die Gedanken, die aus dem Radio kommen, Irreführungen sind, die nicht der Realität entsprechen. Warum nicht? Weil das, was war, ist in diesem Moment nicht existent. Es ist schlussendlich nicht da. Und das, was sein könnte, ist auch nicht real. Es ist nicht existent. Somit ist das Einzige, was tatsächlich wahr ist, dieser eine Moment, wo du gerade dieses Video erlebst. Der Punkt ist, wir das Video auf Basis der ganzen Filter des Egos wahrnehmen. Das heißt, jeder, der dieses Video gerade sieht, vielleicht du, wirst das, was ich sage, im Gehirn umwandeln in eine Art Prozess, der schlussendlich zu deiner eigenen Wahrheit führt, die darauf basiert, auf dem, was in deinem Kopf bereits bestehend ist, zu den Themen, die ich anspreche oder ansprechen werde. Somit hat jeder eine andere Wahrheit, und diese Wahrheit wird wiederum genommen als Filter für Dinge, die geschehen, werden mal über diesen Filter gefiltert, damit sie sozusagen deine Wahrheit wieder bestätigen und reflektieren und sich immer wieder loopen. Doch was ist Wahrheit? Ich war früher Gerichtssachverständiger, und wenn ich eine Sache gelernt habe in diesem Beruf, dann, dass die Aussage eines Menschen vor Gericht eigentlich keine Gültigkeit hat. Weil der Mensch, was der als Wahrheit empfindet, ist komplett, kann erlogen sein, erfunden sein, fantasiert sein, kann überhaupt nicht der tatsächlichen Wahrheit entsprechen. Deswegen ist der Mensch eigentlich ein sehr, sehr schlechter Zeuge, es sei denn, es sind viele Menschen dabei gewesen, die etwas bezeugen können. Ja. Also zurückzukommen zum Thema Jetzt, und wie kommt man da hinein? Weil es der Punkt ist, wenn wir in das Jetzt hineinkommen, dann haben wir die ultimative Schöpfermacht, die uns geschenkt wurde von der Quelle, dass wir unser Leben gestalten und manifestieren können, wie und was wir wollen, weil wir im Jetzt sind, weil wir im Sein sind, weil wir nicht Gedankenloops erzeugen, die nicht der Wahrheit, die nicht dem Jetzt entsprechen. Und eines der effektivsten Methoden, die wir nutzen können, um in dieses Jetzt hineinzukommen, ist das System, also dieses Fahrzeug, welches die ganze Zeit in den Rückspiegel schaut, oder dieses Bewusstsein, dieses Programm, welches die ganze Zeit in den Rückspiegel schaut und dann auf die Zukunft projiziert, gegen sich selbst zu verwenden, um in dieses Jetzt hineinzukommen. Doch warum sollen wir das tun? Und es gibt zwei Arten von Denken. Es gibt das bewusste Denken, dass du erlebst gerade etwas und denkst bewusst über das nach, was ist. Und dann, eigentlich gibt es drei Arten von Denken. Und dann gibt es dieses Denken, was von deinem Unterbewusstsein kommt, was sozusagen auf Basis deiner Muster, deiner Programme, deiner Vergangenheit kommt. Das heißt, du bist am Arbeitsplatz und daneben ist das Klavier, und auf einmal denkst du, ich könnte jetzt noch Klavier spielen. Aber in Wirklichkeit fokussierst du dich auf die Arbeit. Das heißt, dein Unterbewusstsein schickt dir irgendwelche Dinge, oder du läufst auf der Straße rum, du siehst Menschen, und auf einmal
der ist so, der ist so, das System bewertet kontinuierlich, ja, und schickt dir auf Basis dieser Bewertungen Gedanken und loopt sich darin, ja, wie ein Virus, wie eine Krankheit, wie eine Seuche. Ja. Und dann gibt es diese dritte Form von Gedanken, das sind Kollektivgedanken von Pendeln, von Effekten, die aus dem Kollektivbewusstsein sind, die durch dich hindurch denken und du glaubst, dass du das gedacht hast und so weiter. Das sind so diese dritte Form von Gedanken. Und der Schlüssel ist, sich von diesem Kollektiv abzuschneiden, sich von seinem Unterbewusstsein abzuschneiden und so im Sein zu landen, im gegenwärtigen Moment zu sein. Ohne die Filter der Vergangenheit die Realität betrachten. Weil alles, was du bisher erlebt hast, wird genommen als Punkte und wird komprimiert als ein Filter, wie so ein Wasserhahn. Deine Sinne sind der Hahn. Du nimmst die Realität wahr. Im Grunde ist es wie so ein Googlen. Die ganze Zeit googelst du und gibst Output, Input. Du kriegst Output, du gibst Output und du bekommst Input von der Realität. Und deine Filter, die du hast, sind, wenn der Output kommt, das, was gefiltert wird und wie das dann verzehrt wird in deinem Gehirn. Ja. Und der Schlüssel ist, dass wir das System gegen sich selbst verwenden. Das System, das Ego, ist ein gutes Werkzeug. Es ist sozusagen ein riesengroßes Geschenk vom Universum, was wir erhalten haben, damit wir in der 3D-Welt überhaupt zurechtkommen. Weil das Gehirn sagt dir, du bist gerade ein Mensch, du nimmst gerade das Video wahr, du hast gerade einen Bildschirm vor dir, du hast gerade einen Boden, du atmest gerade Luft. Das macht, kalkuliert alles. Es ist ein unendlich intelligentes Taschenrechnersystem, welches in der 3D-Welt die Funktion hat, zu berechnen, zu kategorisieren, zu ordnen und zu strukturieren. Das ist so gut geworden, dass wir uns dabei selbst, weil es ein Autopilot ist, weil dass wir dabei selbst uns selbst verloren haben. Ja? Weil das Denken so krankhaft süchtig gemacht hat und das System einfach so viel kalkuliert hat, dass wir vergessen haben, selbst das Steuer zu übernehmen von diesem Fahrzeug. Und weil der Autopilot läuft einfach in seine Richtung auf Basis seiner Gewohnheiten, seiner Glaubenssätze, seiner Glaubensmuster, seiner Werte, seiner Weltbilder, seiner ganzen Programmierungen von dir selbst, von deinen eigenen Gedanken, von den Gedanken anderer, vom Einfluss. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber reden, warum das noch manipuliert wurde. Man könnte dann auch sagen, von der Mainstream und von der Regierung und von der Presse und von den Medien und so weiter. Also gibt es jetzt so viele Dinge, die uns beeinflussen, dass wir vollkommen auf Autopilot einfach so dahin tun und so lange Dinge, widrige Umstände akzeptieren, dass wir sagen, okay, zu allem was ist. Ja. Aber in Wirklichkeit innerlich nicht zufrieden sind und irgendwas nicht stimmt und dieses Gefühl haben, irgendwas passt hier nicht. Ja. Auf jeden Fall, dieses Werkzeug, dieser Taschenrechner ist gebaut worden, damit wir damit zurechtkommen, damit wir in diese Welt zurechtkommen, damit wir diese Realität überhaupt erleben können. Der Punkt ist, dass wir an der Evolution jetzt an einem Punkt gelangt sind, dass wir das verändern können, dass wir bewusst entscheiden können, wir nehmen diesen Taschenrechner als Werkzeug und werden nicht mehr die Realität auf Basis der Filter der Vergangenheit und einer potenziellen Zukunft filtern, sondern nur das wahrnehmen, was wir jetzt erleben. Wir können diese Vergangenheit, die wir erlebt haben, als eine Art Ordner und Unterordner mit Dateien drauf, die wir irgendwo abgespeichert haben, betrachten. Wenn wir gerade arbeiten, müssen wir nicht das, was wir gerade tun, auf Basis der ganzen Ordner, die wir jemals angehäuft haben im Gehirn, filtern, sondern wir können das einfach so wahrnehmen. Und dann werden wir erst die Schönheit und die Liebe darin erkennen. Und das ist der Schlüssel, sich zu befreien von diesem Filtersystem, welches uns anhaftet auf Basis der Vergangenheit. Und wie machen wir das? Indem wir eine super paradox simple und wie auch komplizierte Methode, aber es ist eines der Top-Schlüssel, um sich zu befreien von diesem Gedankenstrom. Der Schlüssel ist, dass du dir durch Bewusstsein bewusst wirst, was gerade passiert. Dass du anfängst, dich selbst, deine Gedanken, deine Emotionen, deinen Zustand zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen. Ja. Immer wenn du einen Gedanken hast, welcher auf Basis der Vergangenheit beruht, mach dir bewusst, hey, das war gerade ein Gedanke, der nicht real ist, weil er basiert auf der Vergangenheit. Immer wenn du denkst, oh, morgen könnte ich das, stopp, morgen ist Zukunft, ist noch nicht geschehen. Und so bringst du, ich sage jetzt nicht, dass es
immer nur so tun, sondern ich sage nur, so zentrierst du dich in das Jetzt hineinzukommen. Ja? Wenn du meditierst, fokussiere dich passiv in das Jetzt zu kommen. Und in das Jetzt kommst du, wenn du diesen Taschenrechner verwendest. Und du kannst selber mit deinem Bewusstsein diesen Taschenrechner programmieren, wie du ihn haben möchtest. Und du programmierst ihn so um, dass du dir eine Gewohnheit schaffst, und zwar die Gewohnheit, nicht zu bewerten, die Gewohnheit, nicht zu verurteilen, die Gewohnheit, alles positiv zu betrachten, die Gewohnheit, alle Gedanken auf Basis der Vergangenheit loszulassen, alle Gedanken auf Basis einer potenziellen Zukunft loszulassen, weil so richtest du deinen ganzen Fokus, und das ist der Schlüssel, Fokus ist Key. Wir richten den Schlüssel auf das Jetzt, auf den gegenwärtigen Moment und richten unsere komplette Aufmerksamkeit, Achtsamkeit auf Basis von dem, was jetzt ist. Und nicht auf dem, was sein könnte oder auf dem, was war, sondern nur auf dem, was jetzt ist. Und immer wenn du dich dabei erwischt, kannst du dir so ein Gummiband machen, und immer wenn du einen Gedanken hast, der Vergangenheit erzeugt, und dann erzeugst du eine Emotion dementsprechend, und dann fängst du an, aus einer Maus einen Elefanten zu machen, und dann noch eine Emotion, und dann kommt daraus irgendwann ein Zustand, und dann fühlst du dich schlecht. Dann nimmst du einfach ganz ehrlich dieses Gummiband und knallst drauf, und dann spürst du einen Schmerz und koppelst diesen Schmerz im Körper mit, ey, immer wenn ich an die Vergangenheit oder Zukunft denke, fühle ich Schmerz, und damit programmierst du dein Gehirn schneller um, dass es aufhört, in die Vergangenheit zu denken und an die Zukunft zu denken. Und so wirst du merken, natürlich wirst du immer hin und wieder mal an die Vergangenheit oder Zukunft denken müssen, das gehört ja auch dazu, aber du wirst passiv nicht mehr diese krankhaften Vergangenheits-Zukunft-Denken haben, weil das Problem ist, dass der Mensch sich abgespalten hat vom Jetzt und nur noch in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt, aber nicht mehr im Jetzt. Im Jetzt sind wir wie alkoholisiert, nehmen wir Spur und wir laufen vor uns selbst davon. Wir laufen vor unserer Vergangenheit davon, vor unserer Zukunft, indem wir uns dort aufhalten, indem wir das Ganze loopen. Und der Schlüssel ist wirklich passiv, so oft wie möglich in dieses Jetzt hineinzukommen. Und wenn du meditierst und es kommen Gedanken, ja, dann kannst du sie einfach unterbrechen. Ja. Stell dir mal vor, du schwimmst auf einem Schiff. Ja. Und immer wenn Gedanken kommen, dann ist dieses Schiff turbulent, und mit Visualisierung kannst du deine Gedanken kontrollieren. Und zwar, wenn du merkst, dass, wenn du denkst, dann visualisierst du, dass es gerade richtig ein Sturm ist. Und du kannst den Sturm auflösen, indem du dir vorstellst, dass vor einmal der Sturm verschwindet und dass diese Wellen ruhiger werden, auf einmal, dass der See oder der Ozean ganz still wird. Und dann wirst du merken, wie die Gedanken auf einmal ganz, ganz, ganz ruhig werden. Und auf einmal wirst du sehen, dass du da bist. Und wenn du da bist, dann kommt nichts mehr. Dann bist du einfach nur da. Und dann wechselst du vom Denker in das Sein. Und im Sein kommst du drauf, dass du nicht denken musst, um zu sein. Und das ist unsere wahre Natur. Wir können existieren. Wir können wahrnehmen und erleben und die Realität erleben, ohne darüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, auch der Sinn, warum wir existieren und wohin wir uns entwickeln. Und jetzt gibt es sicher viele, die sagen, nee, ich glaube, kann mir ein Leben ohne Denken nicht vorstellen. Aber jetzt stell dir vor, jemand oder du läufst in den Wald und vor dir ist ein Vogel auf der Wiese, und du gehst hin zu diesem Vogel und dieser Vogel fliegt auf deine Hand und er schaut dich an und dann fliegt er weg und du siehst die Sonnenstrahlen. Jetzt hast du etwas erlebt, also ein Ereignis oder mehrere Ereignisse sind geschehen. Musstest du jetzt drüber nachdenken, da ist ein Vogel, soll ich da hingehen? Ach, was soll ich tun? Ach, er schaut mich gerade an, was hat er für coole Augen? Und so weiter. Was hat das für einen Sinn, Dinge zu bewerten, die einfach sind? Ist es nicht die Fülle, das einfach zu erleben, wahrzunehmen, ohne diese Gedanken? Und das nennt man dann ein erleuchtetes Wesen zu sein, einfach wahrzunehmen. Einfach zu erleben. Und ich möchte dich hiermit einladen, nachdem du dieses Video schließt, diese Meditation zu machen, einfach zu meditieren, und wenn Gedanken kommen, dass du dir dieses Boot vorstellst und wie es immer ruhiger wird, die Wellen, und wie du wieder dich zentrierst und vom Denken in das Sein kommst und einfach ankommst bei dir selbst. Und dann wirst du sehen, dass dieses Leben, was du dir wünschst, dort zu finden ist,
wo du bist, wo dein Sein ist, wo dieser Roboter, der die ganze Zeit denkt, dieser Taschenrechner, der alles versucht zu bewerten und irgendwie irgendwelchen Output gibt, der überhaupt keinen Sinn ergibt meistens, loszulassen und ihn als dienliches Werkzeug zu verwenden, wenn wir es benötigen. Wenn wir zum Beispiel eine komplexe Konstruktion machen oder ein Architekt etwas bauen möchte oder so, dann ist es manchmal gut, den zu aktivieren. Aber im Sein, im Erleben, wenn du in den Wald gehst, brauchst du diesen Taschenrechner nicht. Du kannst dann erst alles wahrnehmen ohne diese Filter und dann wirst du sehen, die ganzen Farben, die du nicht gesehen hast, die ganze Luft, die du nicht gerochen hast, den Anblick der Schönheit, die du vorher nicht gesehen hast, alles wird auf einmal vor deinen Augen erblühen und du wirst erkennen, du lebst schon im Paradies. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir bitte deine Meinung unter dem Video rein, auch für den Algorithmus zur Unterstützung des Kanals. Und teile das Video an deine Freunde, wenn du glaubst, ihnen wird dieses Wissen helfen, um in das Jetzt hineinzukommen, um zu verstehen, was eigentlich abgeht und wie wir uns zentrieren können. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Ich habe da schon ein tolles Video für dich vorbereitet und es wird sehr, sehr spannend. Also freue dich auf nächsten Sonntag, 19 Uhr. Und ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Woche und bis bald. Tschüss, Baba.